Das sind die einfachsten Gegner. 900 Gold vom Pet bekommen. So wenig. Ich hätte gedacht, das ist mehr, weil wir haben ja vorhin schon über 700 bekommen. Hätte ich jetzt eher so mit 1500 oder sowas gerechnet. Plus 3 zu Fokus. Fokus oder Rüstung? Wie viel bringt das? Ein Damage. Dann bleibe ich lieber bei der Rüstung. Was ist das? Plus 1 Meter... Achso, Reichweite. Habe ich schon überlegt, was das heißen könnte. Plus 1 M, aber es ist 1 Meter Range. Man sollte erst zu Ende lesen, bevor man probiert, irgendwas drüber zu labern. Wenn wir schon hier sind, gucken wir direkt, wo es hier unten hingeht. Mehr Schnecken. Ich glaube, gegen die Schnecken ist dieser Eisregen gar nicht so verkehrt. Weil es sieht aus, wenn die da schnell sterben dran. Dafür stört sich ja der Rest der Gegner nicht so wirklich. Dann. Ja, gegen die Geister hilft echt nur das hier. Das ist gut gegen die. Jetzt habe ich das aufgehebelt, was ich noch gar nicht wollte. Ja. So, das machen wir noch alles weg hier. Da oben ist noch ein Zombie. So, macht ein wenig Schaden. Aber warum? Nur weil wir ein Magier sind. Kiste. Oh, das war eine ganze Menge Gold und das haben wir instant bekommen. Und da haben wir einen Stab. Einen Rare-Stab. Der wahrscheinlich unseren Damage ordentlich pusht. Tja, er reduziert unseren Schaden, warum auch immer. Aber... ja. Ich denke mal, wir nehmen den. Ich finde die Pistole halt irgendwie gar nichts abgezogen, auch wenn da steht, dass wir damit mehr Schaden haben müssen. Boom, boom. Wir sind verdammt langsam damit. Aber wir wissen immerhin, dass wir unten falsch sind. Das ist schon mal ein kleiner Trost. Ich bin auch mal gespannt, ob wir hier diesen Enchanting NPC bekommen, den es im ersten Teil auch gab. Weil da konnte man dann einem Item einen random Stat geben. Und dann hat man halt immer eine kleine Chance gehabt, dass es dabei kaputt geht. Wenn man eine Menge Glück hatte und Gold investiert hat, konnte man damit total die Imba-Items erzeugen. Ja, man konnte halt immer wieder Stats hinzufügen. Irgendwann war die Waffe dann halt so krass, dass man einfach alles damit weggesucht hat. Also wenn man halt viel gespielt hat und auch viel Gold hatte, dann natürlich. Aber das habe ich ja. Ich habe wirklich viel Zeit mit Torchlight 1 verbracht. Nicht so viel wie mit Diablo 2, aber dennoch eine Menge. Aber Diablo 2 war ja auch um einiges besser. Das kann man nicht anders behaupten. Ich glaube, das ist so immer noch mit das beste Hack and Slay. Das würde ich auch über Diablo 3 stellen. Ja, wir müssen wohl nach oben. Das ist ja das Einzige, was uns jetzt hier noch übrig bleibt. Und ein Geist. Ich denke mal, wir töten die und dann geht da oben das Tor auf. Warum spamme ich nicht? Mein Charge ist doch voll. Ja, wahrscheinlich weil kein Gegner da ist. Da lohnt sich das Spammen dann nicht so. Na, wenn das Eisding mal kein Cooldown ist, ist das viel besser. Brutz, brutz. Ja, gegen die Skelette ist das Blitzding doch gar nicht so verkehrt. Man sollte den Skills schon eine Chance geben, bevor man die Scheiße deklariert. Der Stab sieht gut aus, der liegt. Aber es ist wahrscheinlich Zweihand und total Müll. Aber optisch ist er hübsch. Fickt euch, ihr Schnecken. Seid böse. So. Und der Stabscrap, ja. Der ist Zweihand-Crap-Müll. Nix trotz Scheiße. Hier, friss. Ich sollte einen Heiltrank nehmen. Ich habe einen Heiltrank genommen. So, das kann weg, das kann weg. Weg. Weg, weg. Ich mag das, dass man das Haus hier so zumüllen kann. Ich weiß zwar nicht, wo es die ganzen Sachen mit sich rumträgt, weil es ja im Prinzip nackt ist und... Na ja, gut, es hat immer ein kleines Gepäck auf dem Rücken, aber ich denke nicht, dass da 40 Schwerter reinpassen.
Aber dasselbe könnte man sich ja bei uns auch fragen. Wir sehen halt aus wie ein Zigeuner, das hatten wir schon das Thema, und ja, wo transportieren wir so viele Items? Wir haben ja nicht mal einen Rucksack. Das Pet hatte mal noch einen kleinen Rucksack bei. Oder sowas in der Art. Oder die Items werden erst groß, wenn man sie anlegt. Und vorher sind sie so klein wie eine Tablette. Also wie man das aus Dragon Ball kennt. Kann man spekulieren. Ich denke, wir werden es nicht rausfinden, weil ich habe keinen Kontakt zu Runic Games. Also zu den Herstellern dieses Spiels. Und ich denke, das sind die einzigen, die mir das sagen können. Aber falls jemand von euch Kontakt hat zu Runic Games, schreibt sie an und fragt sie, wo die ganzen Items transportiert werden. Ja, hier steht auf. Ein blauer Stab. Aber Stäbe sind zwei, glaube ich. Also es ist wahrscheinlich wieder Müll. Wir nehmen das erstmal. Der ist sogar schon identifiziert, aber er ist Zweihand und... Aber er macht eigentlich ganz viel Schaden. 2x40 bis 65, das ist schon ein bisschen mehr als das, was wir haben. Naja, gut. Wow. Noch Zigeunermäßiger. Egal. Aussehen spielt erstmal keine Rolle, da können wir später noch drauf achten. Jetzt geht es erstmal nur um Effektivität und nicht sterben, sondern töten. Mordrox. Klingt nach Boss. Oder es ist einfach so eine Aussage. Mordrox, weil Mord voll cool ist. Bester Zauber. Ah, wenig. Das hat mich ein wenig erschrocken, weil ich eh schon Low Life hab grad. Blauer Schild. Gut, anscheinend ist es nicht so wie im ersten Dungeon, dass hier jetzt direkt ein Boss auf uns wartet, sondern wir müssen jetzt hier tatsächlich noch ein bisschen clearen. Unidentifizierte Handschuhe. Hier, ich hab einen Hammer. Geh weg. Geh weg, du Mongo. Lass mich in Ruhe. Cloak ist eigentlich ein Umhang. Das zählt als Schulter, okay. So, das Schild. Was hat das? Das sieht gar nicht so verkehrt aus. Das hat auf jeden Fall viele Stats, aber wir können es nicht benutzen. Schade, so ein Magier ist eigentlich auch ganz okay, wenn man den mit einem Stab spielt und nimmt. Fuck. Items identified. Wenn man Level abkriegt, dann werden die Items identifiziert. Was ist das denn? Das ist ja mal random. Dann kann man die auch alle sammeln. Also das Schwert ist verdammt stark. 99 DPS. Aber wir können es nicht benutzen. Schade, schade. Hätte ich die mal vorher aufgenommen, die Handschuhe. Dann werden die jetzt auch identifiziert. Naja, kann man ja vorher nicht wissen, dass das Spiel das so macht. Habe ich auch vorher noch nie in irgendeinem Game gesehen. Hier, Items. Bei Level Up werden sie identifiziert. Aha. Was ist das da? Oh fuck. Ich wollte die Kiste noch haben. Und das sieht aus wie eine Arena. Mysteriöses Skelett. Ah, lass mich verarschen. Anfassen. Ja, wir können spammen. Hier, fickt euch. Fickt euch. Ich hab Hammer. Und das habe ich auch noch. Hier. Oh Gott, der ist groß. Große Gegner sind meistens böse, aber... Ah, er ist relativ langsam, okay. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass nicht unendlich viele Gegner kommen. Weil dann bringt mir das nicht viel, dass er langsam ist. Oh, was macht er da? Ah, ich weiß nicht. Ich traue dem Ganzen nicht so richtig. Der kann bestimmt sagen, dass es total fies ist, was mich perfekt wird. Ja, er schmeißt einen Stein. Das konnte ich eben irgendwie eine Zeit lang nicht laufen. Ich glaube nicht, dass ich dann gestuckt habe. Da kommt dann doch unendlich viele Gegner. Das ist ganz schön toll. Was
Was macht er da? Was steht da unter ihm? Er liebt sein Stofftier. Oder sowas. So, probieren wir mal das hier so zu füllen, dass wir einfach was werden können. Und dann hoffen wir mal, dass ihn davon einiges trifft und er früher oder später drauf geht. Ja, er kriegt ein bisschen Schaden. Ein bisschen ist sehr gut. Kriegt fast gar keinen. Der konnte stecken. Aber der Charge ist ziemlich schnell hoch bei dem Skill. Das ist ja das Gute. Das heißt, wir können gleich wieder... Ja, jetzt können wir wieder spammen. Machen wir den auch einmal. Ach man, das ist aber... Der Boss ist lahm, der erste war viel cooler. Er ist erst halb tot. Wie lange soll ich ihn darauf prüfen? Ja, langsam schlagen hilft ihn nicht gegen mich. Ich bin klein und schnell. Dip, 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 dip. Ja, lass mich doch mal. Das ist irgendwie immer so, wenn mein Charge voll wird, dann spawnt da wieder neue Gegner, sodass ich den Charge nicht mehr effektiv ausnutzen kann. So, jetzt aber. Stirb. Mann. Da haben wir Rosa Mortis, das ist ein Quest-Item anscheinend, das was wir finden sollten. Und wir kriegen ein Achievement für diesen tollen Boss. Kriegen wir anscheinend für jeden Boss eins. Die sind aber anscheinend im Steam versteckt, weil die konnte ich vorhin nicht sehen, dass es Boss-Achievements gibt. Das ist natürlich gut, dann spoilert man da immerhin nicht mit. Es ist ja bei vielen Spielen im Steam so, wenn man sieht, okay, Achievement für den und den Boss, dann kann man sich in etwa mal ausrechnen, wie lang das Spiel noch ist. Wenn man da weiß, wie viele Bosse noch kommen. Zum Beispiel bei Cave Story ist das so, wobei das Spiel eh jeder kennt. Da denke ich mal, macht das nicht so einen Unterschied. Ah, Spinnen. Eklig. Spinnen sind eklig. Und ich denke mal, das hat sich gelohnt hier einigermaßen. Da haben wir auf jeden Fall eine Menge Zeug. Erstmal gucken, was ist da. Vielleicht ganz gut, das ist nicht gut. Das ist besser. Das brauchen wir nicht. Damage Effect sinnlos. Das verstehe ich eh nicht, wie sowas geht. Das regt mich bei Diablo immer auf, wenn ich das spiele. Warum können die Gegner Schaden reflektieren? Was macht das für Sinn? Das macht gar keinen Sinn. Ich schieße auf dich. Du reflektierst meinen Schaden. Ich sterbe dadurch, dass ich auf dich schieße. Toll. Ja. Oh, wir haben 5 ungespendete Stat Points. Stimmt, wir hatten ein Level-Up, wo das Zeug identifiziert wurde und ich habe nichts verteilt, weil ich blöd war. Arsch. So, Level 9. Standard 3-2. Die 3-2er-Verteilung. Und was kriegen wir von dir für dieses tolle Ding? Du hast gefunden, fantastisch. Hier. Ich gebe dir ein bisschen Gold. Wir kriegen 400 Gold, das ist gar nichts. Und ein bisschen Fame. Obwohl, ein bisschen. 1000 Fame, das ist mein... Wir haben gerade mal 1900 oder so. Jetzt können wir mal gucken, was kriegen wir hier. Eine Schulter mit 16 Rüstung. Ein Zweihandstab, der mir nichts bringt. Oder das hier. Was ist das? Ein Amulett für mein Pet. Ich glaube, ich will die Schultern. Für 16 Rüstung klingt nach viel. Your fame has grown. Yay, mein Fame-Level ist gestiegen. Wir sind jetzt barely known. Keine Ahnung, wie viele Fame-Level es gibt. Im ersten gab es, glaube ich, 100. So, wir legen das mal an. Dann dürfte unsere Armor um einiges hochgehen, ja. Durchaus, das ist verdammt gut. Da haben wir zwar 6 Dexterity weniger, aber da scheißen wir als Mage drauf. Ich weiß nicht mehr, für welches Level das Gebiet war. Ich glaube, ich bin jetzt ein bisschen zu hoch, dadurch, dass ich in dem Dungeon war. Aber das kann nicht schaden, nicht machen. Wir probieren mal alle Quests und sowas zu machen. Beziehungsweise alle optionalen Sachen. Ohren. Immer schön die Ohren kaputt machen. Der einzige, der den Zauber lame findet. Wenn
wenn ich mir jetzt noch vorstelle, wir können noch dieses Passiv-Skill, dass wir noch schneller chargen. Noch macht man einmal den Zauber, dann ist man immer gecharged direkt. Ich glaube, das könnten wir machen. Weil der Zauber gefällt mir. Wir haben ja gar keine Mana-Kosten das ganze Spiel lang, weil wir immer nur den Zauber spammen. Skull Hollow. Das Gebiet ist ziemlich groß. Wenn man sich schon so viel erkundet, und das geht trotzdem noch bis hier hinten. Eieiei, ein riesiges Gebiet. Das können wir nicht mehr öffnen. Aber wir können mal ein bisschen angeln. Und angeln wir jetzt noch eine Runde und dann lasse ich das für heute erstmal sein. Dann haben wir eine Stunde aufgenommen. Glaube ich. Ein Stormbjorn Schimbalz. Und die haben einigermaßen Leben. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen besser als das bisschen Rüstung. Dann nehmen wir die. Das finde ich gut, dass man jetzt auch Items angeln kann. Dann lohnt sich das Angeln wenigstens mal. Nicht mal nur diese bekackten Fische. Fische sind zwar auch gut, aber wenn ich kämpfe, dann denke ich dann nicht daran, mein Pet noch zu verwandeln. Dann kämpfe ich halt und konzentriere mich darauf. Ein Training Collar. Auch gut. Dann haben wir so ein Halsding für unser Pet. Und wir haben schon einen Erfolg fürs Angeln. Oh, in Torchlight 1 gab es einen Erfolg. Irgendwie mit 5000 Mal Angeln oder sowas. Wer den hatte, der muss echt lange Weile gehabt haben. Ein Big Jackal Bass. Das klingt nach einem ziemlich starken Fisch. Beziehungsweise nach einer starken Transformation. Knochenfisch. Ja, wir angeln noch einmal, dann gucken wir mal, was er Tolles rausgeholt hat an Fischen. Das ging ziemlich schnell. Ein Jackal Bass. So, schauen wir mal, wir haben das hier, Big Jackal Bass, das ist ein 15 Minuten Transformation. Transformier in ein Torso. Oh Gott. Wird unser Pet dann zum Oberkörper ohne Arm und Bein oder was? Jetzt schauen wir uns beim nächsten Mal an, was da rauskommt. Das klingt verdammt scheiße. Verwandelt dich in ein Torso. Ja, wie dem auch sei, ich bin Riven, das war Torchlight 2 für heute. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal weiter, wenn wir weiter in diesem Gebiet rummarschieren. Bis dahin, tschüss.